Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es darum, wie wir den Posteingang von E-Mails in Outlook automatisieren können. Das heißt, wie wir E-Mails aufgrund von Regeln automatisch bearbeiten bzw. ablegen können. Und dafür habe ich zwei Beispiele vorbereitet. Einmal eine E-Mail, die automatisiert von Microsoft verschickt wird und einmal eine E-Mail, die ich mir selbst in CC geschickt habe. Und ich möchte euch den Ablauf jetzt einmal komplett zeigen, sodass ihr auch Ideen bekommt, was sonst noch alles möglich ist. Und dann zeige ich euch noch eine Abkürzung, die für manche E-Mails geht. Ja, ich bin hier im Posteingang. Ich habe hier im Register Start im Bereich Verschieben den Befehl Regeln und wähle mir hier Regeln und Benachrichtigungen verwalten aus. Ich habe im Moment keine Regel und erstelle jetzt eine neue Regel und komme damit zunächst in einen Regelassistenten, der mir verschiedene Vorlagen vorschlägt und die Möglichkeit, die Regeln auch ohne Vorlagen zu erstellen. Wenn das, was es hier als Vorlagen gibt, für euch passt, ist es super, dann nehmt es. Ich verwende jetzt erstmal eine Regel ohne Vorlage, damit ihr mal den gesamten Ablauf seht. Und da ist schon mal wichtig, wir können nicht nur den Eingang von E-Mails mit Regeln automatisieren, sondern auch den Ausgang. Also zum Beispiel, wenn ihr E-Mails verschickt, dass ihr die automatisch ablegen lasst. Das Zweite ist, wenn ich jetzt hier etwas auswähle, wie zum Beispiel Regel auf von mir empfangene Nachrichten anwenden, dann wird hier unten ein Text zusammengebaut, der im Prinzip die Regel beschreibt und das ist eigentlich ganz gut nachvollziehbar. Da steht jetzt also nach Erhalt einer Nachricht und die Frage ist jetzt, was soll dann passieren? Und dafür gehe ich mit weiter in den nächsten Schritt. Und ihr seht jetzt hier, was es für Möglichkeiten gibt, welche Bedingungen wir überprüfen möchten. Und in unserem konkreten Fall ist es jetzt so, ich möchte E-Mails, die meinen Namen im Feld CC enthalten, mit denen möchte ich etwas tun. Und jetzt heißt es hier unten nach Erhalt einer Nachricht, die meinen Namen im Feld CC enthält. Und was soll da passieren? Da gehen wir wieder auf Weiter. Und die möchte ich jetzt in einen Zielordner verschieben, also setze ich hier das Häkchen, diese in den Ordner Zielordner verschieben und wenn hier unten so ein blauer Text unterstrichen ist, dann heißt das, ich muss den noch anklicken und jetzt auswählen, wohin ich diese Nachricht verschieben möchte. Und ich möchte die jetzt mal hier unter Ablage in einen eigenen Ordner legen, den lege ich neu an, den nenne ich CC Mails und bestätige dann mit OK und habe diesen Ordner jetzt hier zur Auswahl, bestätige mit OK und jetzt heißt es in meinem Text, diese in den Ordner CC-Mails verschieben. Dann gehe ich mit weiter auf den nächsten Schritt, dann ist die Frage, ob ich Ausnahmen festlegen möchte, das möchte ich nicht, also klicke ich einfach auf Weiter. Und jetzt kann ich der Regel noch einen Namen geben, die meinen Namen im Feld CC enthält, finde ich in Ordnung. Und diese Regel wird auch automatisch aktiviert. Und ich kann jetzt noch überlegen, ob ich die Regel gleich auf Nachrichten anwenden will, die sich im Ordner Posteingang befinden. Ja, das Posteingang steht hier, weil ich hier gerade im Posteingang bin. Und ich mache das jetzt mal. Und wenn das klappt, dann müsste diese erste Mail hier, weil sie sich im Posteingang befindet, jetzt automatisch in den Unterordner CC-Mails verschoben werden. Ich gehe auf Fertigstellen und ihr seht, sie ist auf jeden Fall weg. Schauen wir dann nachher gleich, ob es im richtigen Ordner ist. Wobei wir sehen es hier auch schon, CC-Mails, da ist jetzt eine ungelesene Mail drin. Und ihr seht jetzt, ich habe die neue Regel angelegt. Sie steht jetzt hier mit dem Namen und hier unten ist die Regelbeschreibung. Und ich bestätige mit OK. Und ab jetzt, wenn eine E-Mail eingeht, in der ich in CC bin, dann verschwindet die automatisch hier unter CC-Mails. Und wenn ich das jetzt noch nicht dadurch getestet hätte, dass ich sie gleich habe verschieben lassen, ja, ihr seht, die ist hier, dann würde ich jetzt noch mal eine neue Mail schreiben und mich da in CC aufnehmen, um das zu testen. Denn es ist ziemlich blöd, wenn mit der E-Mail dann ganz was anderes passiert und man merkt es gar nicht und stellt später fest, dass es nicht das war, was man wollte. Jetzt habe ich euch am Anfang gesagt, es gibt manchmal noch so eine Art Abkürzung, die möchte ich euch hier bei der zweiten Mail zeigen. Da mache ich einen Rechtsklick drauf
und wähle hier den Befehl Regeln und dann eben nicht Regel und Benachrichtigung verwalten, so wie der vorhin hieß, sondern ich nehme Regel erstellen. Und das ist jetzt sozusagen eine Abkürzung. Ich sage nämlich, dass ich hier alle E-Mails, die von My Analytics kommen, die möchte ich in einen Ordner verschieben. Den Ordner kann ich hier auswählen. Den habe ich vorher schon mal angelegt, damit es jetzt schneller geht. Bestätige mit OK und auch hier nochmal mit OK. Und jetzt werde ich auch wieder gefragt, ob ich die Regel jetzt auf Nachrichten im aktuellen Ordner anwenden möchte. Das möchte ich, ja. Und dann seht ihr, wird auch diese Mail hier in den Ordner My Analytics verschoben. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Regeln anschauen, dann sehen wir, es gibt jetzt diese beiden Regeln. Wichtig ist, sie haben eine Reihenfolge. Erst wird die abgearbeitet, dann die. Das ist in diesem Fall macht es keinen Unterschied. Aber wenn mal mit einer Regel etwas gelöscht wird und dann kommt danach eine Regel, die es verschieben würde, dann ist eben die Reihenfolge so nicht sinnvoll. Und deshalb kann man hier auch die Regeln in der Reihenfolge noch verschieben. Und wenn es notwendig ist, kann man hier auch sehr schnell nochmal sehen, was macht eigentlich diese Regel genau. Ja, das war es soweit mit Regeln für den Posteingang, beziehungsweise, wie ihr gesehen habt, auch für ausgehende Mails möglich. Probiert das aus, schaut mal, welche Regeln ihr gerne einrichten würdet. Und wenn ihr mit irgendeiner Regel nicht weiterkommt, schreibt auch gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mal, was ich euch da noch an Tipps geben kann. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Like oder abonniert auch den Kanal. Und ich freue mich, wenn ihr auch weitere E-Mails von mir anschaut. Ciao, das war's, euer Arno.